Hallo und herzlich willkommen am Freitag zur 34. Folge von Transport Fever hier auf Micro Hazard TV. Ich bin der Ice Dragon und begrüße euch wieder ganz herzlich hier bei uns zurück. In der letzten, doch recht lang gewordenen Folge mit 33 Minuten haben wir ja den kompletten Bahnhof Linien hier umgebaut und dabei die halbe Stadt mit umgebaut, weil wir mussten ja die ganzen Straßen hier wegreißen und viele Gebäude abreißen, aber ihr seht, hier werden schon wieder neue Gebäude gebaut, also ist überhaupt kein Problem, ja? Wird hier natürlich wieder alles zugebaut werden trotzdem. Von daher gar kein Problem. Ja, Stadler passt hier hin einer, überhaupt kein Ding. Und jetzt können die Züge hier gleichzeitig rein und raus fahren. Und dann passt. Da haben wir natürlich den Bahnhof gleich mit modernisiert. Also wir haben nicht den alten genommen, wir haben hier ein schönes neues Bahnhofsgebäude. Quasi der wurde wirklich komplett weggerissen und komplett modernisiert, der ganze Bahnhof. Und ja, haben wir hier ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall. Ansonsten bräuchten wir irgendwann vielleicht nochmal irgendwo ein Überführungsgleis, einfach nur, ja, wirklich zu Überführungszwecken, um, das können wir einfach mal einsetzen hier, das machen wir von hier, genau, von hier, hinter dem Signal, rüber bis ganz drüben. So, so reicht das schon. Reines Überführungsgleis, nur wenn wir neue Züge kaufen oder so und die wir hier haben, wechseln müssen quasi, dass die hier auch fahren können. Das ist allerdings nicht der Plan. Genau, da bist du falsch. Und einmal wenden bitte. Da hat er sich wohl verfahren. Und einmal wenden bitte. Danke. So. Alles wieder gut. Nein, ist einfach nur, damit die Züge hier notfalls auch mal, wenn wir neu, wenn wir weitere Züge raufsetzen oder weniger Züge ins Depot schicken, wieder so nach dem Motto, dass die dann auch weg können. Allerdings ist hier der Kurvenradius echt massiv. 37 kann er fahren, gerade mal. Aber ist ja egal, es ist nur zu Überführungszwecken da und nicht dafür da, hier regelmäßig rüber zu fahren. So, was ich allerdings noch machen wollte, war, jetzt nicht mehr hier in der Stadt, sondern... Seht, Fahrgäste steht schon wieder tonnenweise da. Eigentlich allerdings wollte ich mal wieder. Wir müssten den ÖPNV hier auch mal erweitern, wa? Aber wir kommen eigentlich noch. Ja, doch, wir kommen noch überall ran. Aber so langsam, gerade der Bereich hier hinten. Hier hinten kommt man nicht mehr ran, hier hinten. Na, langsam wird es eng. Wenn wir nicht mehr überall rankommen, langsam. Müsste hier hinten irgendwann mal eine Straße rüberziehen. Aktuell gibt es nur zwei Straßen, die hier rüber gehen. Und hier hinten wäre auch noch mal eine ganz praktisch. Glaube ich. Ja, mal machen. Machen wir auch selber. Ist mal besser, wenn man selber macht. Dass nicht den Computer machen lässt. So, ziehen wir hier hinten eine Straße rüber. Genau, eine schöne Doppelschranke denn hier. Bau nicht möglich. Kollision. Da steht gerade ein Signal wahrscheinlich noch an der Stelle, weil. So, so, mach mal ein bisschen so in die Richtung raus. Mehr in die Richtung, danke. Alles klar, ich fange in der Mitte an. Ich glaube, das ist oftmals leichter. So, den haben wir. Da müssen wir Signale umsetzen. Das sehe ich schon. Wir müssen mal kurz weichen. So, dann haben wir hier einen schönen doppelten Bahnübergang. Und dann passt das. Signale machen wir davor. Immer schön davor, damit die Züge normalerweise nicht drauf stehen bleiben. Da wird ein Signal davor gesetzt. Setzen wir hier auch eins davor. Nehmen die alten Formsignale mal weg. An der Stelle zumindest. Ja, wir haben noch welche. Wir haben ein sehr gemischtes Signalsystem. So, haben sie da hinten nochmal eine Straße, wo wir rüberfahren können. Und dann wäre nochmal so eine Option, nochmal eine Linie zu bauen irgendwann. Eine weitere Tramlinie.
Aber dann müssen wir mal schauen, wie wir die dann organisieren. Aber die will ich jetzt gerade nicht planen, weil jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen Zeit nutzen, die restliche, die wir haben, um vielleicht mal unsere Züge ein bisschen zu modernisieren. Und fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht, das Stahlwerk hier. Ne, das war der Bahnhof. Ich wollte das Stahlwerk haben. Ihm fehlt Erz. Alles klar. Gerade bei Erz wollte ich mich auch ansetzen. Erz, Stahlwerk. Da fahren zwei Züge. Da möchte ich gerne mal moderne was drauf, Züge drauf haben. So. Wie schnell können die aktuell fahren? 160. Okay, jetzt werden wir das natürlich nach unten korrigieren, weil die anderen Züge, die anderen Waggons, die neuen, nicht mehr so schnell fahren können. Aber dafür befördern sie mehr. Gott, wir haben so viele Loks, ne? Ich würde nämlich gerne die diese hier einsetzen. Die doppelten. 35 Tonnen jeweils pro Waggon. Also pro Waggon Kombination 35 Tonnen. Die bleiben bis 16, die bis 13 und die bis 10. Also die unterste, die neuesten. So, da brauchen wir einfach eine Lok für. 120 maximal fahren die Waggons, also können wir die Lok natürlich auch so anpassen, dass sie maximal 120 fährt. Wir brauchen ja nichts Übertriebenes, wir brauchen nur eine gute Kraft hinter, wir brauchen viel Kraft. Das ist der Punkt. Die ist mehr so schneller, das ist eine Universal-Lok, aber 130 ist die ein bisschen zügig unterwegs. Da hätte ich lieber was, was Kraft hat. So, die ist jetzt ab 2009, die bleibt. Schauen wir mal, was wir noch haben. Vielleicht mehr Power hat. Wie viel Power haben wir hier? 4,2 und 300 Zugkraft. Das ist auch eher eine schnellere. Guck, sowas so Cargo, die 101er. Die hat natürlich mehr Leistung hinter, aber die hier eigentlich wirklich. Die 155er, die haben mächtig Leistung hinter, mächtig Zugkraft hinter und fahren eh nur 125. Die wären gut, ne? Machen wir Cargo? Nehmen wir die Cargo-Lok. Aber die sind nur bis 20 verfügbar. Ich hätte gerne welche, die wirklich dauerhaft verfügbar sind. Was kriegen wir da Neues? Die Vectron. Die will ich sehen. So, gucken wir nochmal rein. So. Wieder aufmachen, neu, dann haben wir sie nämlich drin. So, da sind sie, die Vectron. Ist auch nicht schlecht, ja. Die hätte noch mal mehr Power hinter. Kostet also deutlich mehr, aber auch wir nehmen die da, die wird schon reichen, die Schenker, oder? Hier in Form der Mehrsystem E-Lok, also mit mehr Bügeln oben drauf. Der hatte nämlich vier Abnehmer oben drauf. Wir nehmen mal die Schenker, die sollte reichen. So, Schenker und dazu dann natürlich die passenden Waggons, die wir haben wollten, nämlich die da, die Logistics. So, Eisenerz und Schlacke können wir befördern. So. Wenn wir auf die Länge achten. Aber meines Wissens haben wir recht lange Züge, die Bahnhöfe recht lang gebaut, also von daher wird das kein Problem sein. Wie lang ist denn der hier unten? Dreh mal. 320, ja, also volle Länge. Der hier hinten auch. Der sieht kürzer aus. Kann mir aber auch irren. Irre Michael ist 320. Wunderbar. Wunderbar. Dann können wir wieder ein paar Dinge heranhängen. Machen wir den Zug mal hier ein bisschen länger. So. 1, 2, 3, 4. Oh ja, das sollte lang genug sein, glaube ich. Wir haben ja zwei Züge drauf, von daher sollte das kein Problem sein. Die Züge ziehen ja aktuell gerade mal 104 Tonnen. Das wird sich gleich dann massiv ändern. So, 34 Millionen haben wir investiert für die neuen Züge. Gucken wir mal, kommt gerade einer irgendwo an? Der fährt nach. Ja, der kommt gleich an. Der hier.
Den schauen wir uns gleich an. Guck mal, er hat hinten schick Eisenerz drin, ja. Mit den wenigen Waggons, mit den 8 Waggons hinten gerade mal dran. Nicht wundern, das Ding wird gleich massiv länger hier. Das wird gleich sowas von verlängert. Jetzt ist es auch lohnt hier. Ein bisschen modernisieren das Ganze wieder. Güterverkehr ist auch schon recht veraltet, glaube ich, in der Zwischenzeit. Die Züge müssten auch schon langsam ihr Alter erreichen, wa? Ja. Sind Schiffe. Straßenfahrzeuge. Was sind die ganzen Züge hier unten? Trams. Züge, ja, doch, sind einige schon recht alt wieder. Hm. So, abgeladen und Fum! So, sieht doch scheiße viel besser aus. Guckt mal. Oh. Schick, schick. 245 Tonnen kann er befördern. Jetzt geht er ab hier. Maximalgeschwindigkeit 120 natürlich, weil die Waggons schaffen nicht mehr. Oh, das ist doch mal jetzt hier eine ordentliche Lok. Guckt es euch an. Unser neuer Erzzug. Die Waggons mal angucken. Sind immer zwei in Kombination, ne? Also zwei festgekoppelte. Die beiden sind hier fest in der Mitte. Die sind hier mit einer Stange, seht ihr. Und die anderen sind dann wirklich hier wieder mit der Kupplung. Also, die ist Kupplung. Hier ist fest. Fester Verbund. Verbund von immer gleich zwei Waggons. Lassen wir mal fahren. Shake, shake, hä? Sieben Waggons, also insgesamt 14 eigentlich. Das ist doch mal ein Zug jetzt schon. Leider können wir die für Kohle nicht einsetzen, finde ich ein bisschen blöd, aber normalerweise kann man damit natürlich auch locker Kohle befördern. Wir gehen aber nur für Eisenerz und für Schlacke. Der andere wird dann natürlich auch umgeswitcht. Sobald er am Eisenerz ankommt, wenn er das nicht schon getan hat, ist er schon. Er ist schon angekommen, hat aber nicht voll geladen. Nur 129 geladen aktuell. Leistungswertung ist mittelmäßig. Naja. Ist mir Wurst. Ob das Geld stimmt. Ha, ha, ha. So, ja, mal gucken, ob wir nämlich mehr Erz abholen können für die Dings. So, ansonsten würde ich natürlich eigentlich alle Güterzüge gerne mal modernisieren, so langsam. Stück für Stück. Stadt für Stadt. So nach dem Motto irgendwie, so nach dem Schema. Weil wir Getreide können wir leider auch nicht mit dem neuen befördern. Können wir anders Getreide befördern? Irgendein anderer Waggon? Mal gucken. Mal umschauen. Ist natürlich die Folge gleich schon wieder zu Ende, aber werden wir denn demnächst definitiv alles in der nächsten Woche die ganzen Waggons definitiv umswitchen. Nächste Woche kommt der Stream erst am Mittwoch. Also nicht wundern, wenn Montag eine ganz normale Folge kommt. Da kommt der Stream erst am Mittwoch dann, ne? So, ja, die können nur Eisenerz und Schlacke. So, gucken wir mal. Hier haben wir unseren Rungenwagen, der ist nur für Baumstämme und Bretter, der große leider. Von Schenker. Aber wir haben ja gerade einen Waggon bekommen, der für Stahl geeignet ist. Da war einer hier. 12 Tonnen. Und natürlich gäbe es den auch noch. Auch von Schenker wieder. Der gefällt mir auch besser. Stahl 15 oder Stein 16 oder Waren 15 oder Baumaterial 14. Okay, ein bisschen sehr unterschiedlich. Okay. Der kann allerdings nur Stahl. Der hier, der ist nur für Stahl, der Waggon. Stahl, 12 Tonnen Kapazität aber nur. Und der, den wir aktuell fahren, der kann 13, aber ich glaube, der ist länger, ne? Gucken wir mal, warte mal, der geht bis hier. Mal runterscrollen, einfach an derselben Stelle. Ja, der ist länger. Na, ja, mal gucken. Wie wir das dann umswitchen. Ansonsten die Container, ich weiß nicht, ob die hier Getreide fahren können. Nein. Nee, Getreide können sie alle nicht fahren. Wie es aussieht.
Nee, sieht nicht so aus, wenn irgendeiner von Getreide fahren könnte. Aber nur für andere Sachen. Hier unten kommen ja schon die normalen Anhänger wieder. Und hier oben der kann auch kein Getreide fahren. Ja. Naja. Gut, okay, die können es natürlich auch, die können dann, Tanker natürlich nur für Flüssigkeiten gedacht. Die Tankwagen. Gut, da haben wir aktuell nur die offenen. Ja, müssen wir mal gucken, aber vielleicht irgendwie noch mal andere offene und falls wir per Mod reinholen. Gut, haben wir zumindest die Dingszüge erstmal geändert, die Erzzüge oben. Den Rest, den machen wir dann in der nächsten Woche. Da switchen wir die ganzen Waggons hier oben, dann machen wir alle Waggons. Alle Waggons umgewechselt hier und alles modernisiert, der ganze Fuhrpark, die ganzen Loks werden dann auch aktualisiert. Wird einen Haufen Geld kosten, aber wir haben ja 2,5 Milliarden in der Zwischenzeit hier, da seht ihr das. 2,6 B, also das sind aber Milliarden, wenn ihr mal guckt. Ja. Sind Milliarden, haben wir. Und hier gibt es schon wieder Stauprobleme. Da ist ein Signalproblem. Warum fahren hier alle über ein Gleis? Die kommen natürlich gerade ungünstig alle zur selben Zeit an. Das ist blöd, ne? Reiner Zufall, dass sie zur selben Zeit alle ankommen. Er muss natürlich nachrücken, anstatt ihn mal fahren zu lassen. Na. Der Zug steht hier ewig auf drauf hier. Ihr merkt, hier ist die Hölle los. Mach mal hin hier, dass du immer was du fahren kannst. So, jetzt fährt er erstmal genau. So. Kommt schon der nächste. Kommt schon der nächste Plastikzug. Alles wieder zugestellt hier. Hier ist der Maschinenzug, der Werkzeugzug zum Bahnhof. Ja, wird alles dann ein bisschen zugtechnisch geändert. Also die Loks werden alle geändert und natürlich auch die Waggons werden alle angepasst. Dann hier gibt es schon wieder einen riesen Monsterstau hier. Staut sich trotzdem alles noch. Trotz der Umbaumaßnahmen hier bereits. Die Einfahrt ist irgendwie noch nicht ausgeklügelt genug. Wir müssten das vielleicht noch mal ein bisschen früher schon aufteilen. Vielleicht ziehe ich die beiden hier noch ein bisschen länger bis hier vorne. Weil eine Ausfahrt haben wir eigentlich nicht so das Problem. Wir haben das Problem mit einer Einfahrt. Oder ich muss eine Linie wechseln, das hier irgendwas gleistechnisch ein bisschen verschieben. Naja, abwarten. Läuft ja einigermaßen, aber ein bisschen im Weg stehen tun sie sich ja schon. Naja, gut. Lassen wir erstmal so stehen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es hier weitergeht. Können wir uns nochmal zugucken, wie der neue Erzzug hier ein bisschen Erz einlädt. Knallrot, wie er ist. Dann lade mal. So, da können wir zugucken, wie geladen wird hier. Mal voll die Kiste. So, 245 Tonnen. Die muss er jetzt erstmal beschleunigen, aber das sollte er ja schaffen. Einigermaßen zumindest. So, 245 Tonnen Erz. Kann ehrlich wieder freuen, kann er wieder ein bisschen mehr produzieren hier. Gut, aber das soll es dann gewesen sein für diese Woche. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und verbleibe bis dahin und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!